Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim Fußballmanager 14. Und ja, das nächste Spiel gegen Real Madrid steht uns bevor. Und ich denke mal, wir machen es diesmal ein bisschen schneller. Wir haben ja beim letzten Mal hier und da und hier nochmal geguckt und so. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal ab. Beziehungsweise, ich möchte eben nochmal ganz kurz gucken. Ne, passt schon. Also ab zum nächsten Spiel gegen Madrid. Und ich bin sehr gespannt, ob wir hier wieder die Möglichkeit haben, diesmal im Santiago Bernabeu Stadion hier das zu gewinnen. Also, ja, ich glaube nicht, dass es was wird. Es ist schon was anderes, als wenn man jetzt bei uns im Stadion gespielt hat. Aber ich denke mal, wir sind von der Stärke schon so gigantisch gut geworden, dass wir hier wirklich Chancen haben zumindest. Und selbst wenn nicht, guckt euch mal die Tabelle an. Was soll denn hier noch schief gehen, ne? Wenn wir das Ding jetzt verlieren, haben wir 9. Dann haben die Madrilen haben dann 6. Neapel vielleicht 8. Dann haben wir noch Spiele gegen Neapel und Braga. Und ich glaube, auch da sieht es dann immer noch gut aus. Und vielleicht holt Neapel ja nur ein Unentschieden, ne? Weiß man ja nicht. So, jetzt aber Modric. Aber ein Haken zu viel. Und kann Horn so nicht ausspielen. So, komm, versuchen wir einfach mal. Okay, dann nicht. Madrid mit einer guten Chance. Achtung, undurchsichtig. Aber sehr gut. Noch das 1-0 verhindert. Und die zweite gelbe hier, Marcelo. Taktisches Foul. Ja, vielleicht fliegt dann nochmal einer vom Platz. Man weiß es ja nicht. So, und nochmal eine Möglichkeit für uns. Nikolai Müller, der trifft in letzter Zeit häufiger direkt. 27 Meter, Casillas hält aber ohne Probleme. So, nächste Möglichkeit wieder für uns. Müller setzt sich durch rechts gegen Varane, flankt in die Mitte zu Okazaki, aber der vergibt leider kläglich. Schade. Also sowas darf man gegen Madrid natürlich nicht allzu oft daneben machen. Sonst hat man hier keine Chancen. Achtung, und Ronaldo zieht ab. Aber einen Meter übers Tor. Auch eher unüblich, dass der mal daneben schießt. So, und was ist hier los? Varane mit einer Grätsche an der Strafraumkante gegen Okazaki. Also, vielleicht gibt's Elfer. Komm, gib uns einen Elfer. Elfer. Elf Meter. Los. Und? Zögert. Elf Meter. Also, die Chance zur Führung. Was ist denn hier jetzt wieder los? Das ist ja mal eine Nummer. So. Dann würde ich sagen, machen wir unten rechts mal. Oh, was ist das denn gewesen? Der ist... Ja, klar. Mit so einem Schnitt, dass der nicht rechts reingeht, sondern in die Mitte. Ja, das ist ja blöd. Das war hier die Riesenmöglichkeit zur Führung. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass die Madrilenen jetzt hier sagen, okay, Pech gehabt und jetzt ballern wir die weg. Aber Glück gehabt. Horn ist zum Glück da. Ja, wie gesagt, es geht hier um schon um vieles, aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir dieses Spiel auch noch gewinnen. So, aber wir halten uns derzeit wirklich gut. Also, chancentechnisch sind wir gleich auf. Okazaki nochmal mit der Flanke. Ramos ist aber da, klärt zur Ecke. So, erste Ecke für uns. Müller, gute Ecke auf Okazaki. Hält den Fuß hin, aber Casillas ist da und pariert. Also ein super Spiel vom Schlussmann. Also besser kann es für den eigentlich gar nicht laufen. So, Choupo-Moting hier, gelbe Karte, Handspiel. Das geht natürlich nicht. Wir gucken mal. Und noch ist Neapel nicht in Führung. Ich hoffe mal, dass die auch nicht gewinnen, beide Spiele gegen Braga. Aber ansonsten müssen die danach ja sowieso nochmal gegen Madrid. Und da haben wir dann vielleicht die Chancen, dann ja wieder 3 Punkte aufzuholen gegenüber Neapel. So, halbe Stunde gespielt. Viele Möglichkeiten, aber noch keine Tore. So. Erste Ecke jetzt für Real Madrid. Ramos köpft zu Higuain und der schiebt den Ball einfach rechts rein.
Ja, das ist das 1:0 für Real Madrid. Das erste Mal jetzt im zweiten Spiel, dass die in Führung gehen. Und wir haben ja gar keine andere Möglichkeit, als hier jetzt offensiv zu werden. So, aber aufpassen, dass das hier nicht noch höher wird. Martinez auf Ronaldo, der auf Di Maria. Und ja, das ist das 2:0. Aber abseits. Glück gehabt. Das war zum Glück nur abseits. So, und jetzt müssen wir hier höllisch aufpassen. So, Wimmer klärt hier noch zur Ecke. Gutes Spiel bisher von der Abwehr. Und Horn holt sich den Ball. Sehr gut. Ja, unsere Offensive und unser Mittelfeld vor allem. Da steht es noch nicht ganz so gut. Da würde ich fast sagen, machen wir nochmal was nach der Halbzeitpause. So, dann, ja, bringen wir mal die erste Halbzeit hinter uns und dann haben wir in der zweiten Halbzeit dann mit Sicherheit noch die Möglichkeit, hier den Ausgleich zu erzielen. So, was sagt hier? Okay, Neapel immer noch nicht in Führung, das ist schon mal sehr, sehr gut. So, das sieht bisher okay aus, zumindest die Ansage. Das Ergebnis ist natürlich dann nicht so gut, aber das passt schon soweit. So, dann schauen wir mal. Wen können wir denn hier mal ein bisschen loben? Giroud zum Beispiel. Und Wimmer, ja. Bunga 2,5. Horn, hier können wir mal motivieren. Das bringt wahrscheinlich mehr. Und vielleicht noch den Müller, den werden wir gleich rausnehmen. Okazaki, vielleicht dann auch nochmal motivieren. Gut, und dann geht's mal weiter. Zack. So, und die erste Möglichkeit. Oh, und das ist das 2:0. Das ist das 2:0. Ja, das ist die Nummer hier. Ah, nee, das ist jetzt schon danach, oder wie? Okay. Gucken wir mal, ob wir danach direkt den Anschluss machen können. Das wäre ja mal ein Start in dieser Halbzeit hier. Polter hat nur noch Casillas vor sich. Komm, das muss er normalerweise machen. Wenn man so eine Chance nicht nutzt, dann war es das auch. Okay, also 2:1. Direkt nach dem schnellen Tor hier von Cristiano Ronaldo der Anschluss. Und das ist doch eigentlich dann... Da ist doch das Momentum dann auf unserer Seite. Scheiße, auf der Tribüne jetzt verbannt. So, und bevor der hier gleich automatisch auswechselt, mache ich das dann gleich nochmal. So, also, wir wollen Wimmer. Geht mal raus, weil Giroud wirklich ein ausgezeichnetes Spiel macht. Gnabry kommt dann für Müller, der ist nicht so gut drauf wie Choupo-Moting, auch wenn der eine gelbe schon hat. Ah, ich weiß es aber nicht. Soll er sich halt gelb-rot holen, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Wir haben ja zum Glück ordentliche Ersatzspieler und Sim de Jong auch nicht das beste Spiel erwischt. So, und dann können wir jetzt auch nicht mehr viel machen. Gucken wir uns das einfach mal an, was hier noch passiert. So, Braga, Neapel immer noch 0:0. Wir schauen mal. Ja, ein cooler Trick ist immer super. Gibt immer Beifall. So, mal gucken. Oh, verspringt ihm. Ah, okay, peinlich. So, wir können ja mal gucken. Wenn es so bleibt, ist das okay. Dann haben wir 4 Punkte noch Vorsprung, weil Neapel halt nicht gewinnt, bis noch nicht gewonnen hat. Wenn die doch noch gewinnen, dann haben die 7, 9, 7, 5. Dann müssen wir natürlich hoffen, dass wir gegen Neapel nicht verlieren und das Real gewinnt. Dann ist es auch noch. Also es sieht eigentlich so gesehen ganz gut aus. Hätten wir jetzt das erste Spiel gegen Real Madrid verloren, dann sähe es ein bisschen schlimmer aus. Aber so haben wir noch viel, viel Luft nach unten. Ja, 3:1. Also jetzt war es das dann wahrscheinlich. Jetzt können wir auch nur noch zusehen, gucken, was passiert. Aber jetzt... Wenn die jetzt erstmal im Rausch sind und auch Ronaldo trifft, dann ist es vorbei. So, Pepe kommt für Ramos.
Ja, sieht nicht gut aus. Aber ist schon okay. So, hoffen wir, dass Braga es schafft, hier in Neapel das 0:0 zu halten. Meinetwegen darf Braga sogar gewinnen. Dann haben die hier sogar nur 4 Punkte und die anderen auch. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber so oder so werden wir wahrscheinlich in die nächste Runde kommen. Wenn da nicht noch Schlimmes dann passiert in den letzten beiden Gruppenspielen. So, nochmal eine Konterchance. Aber das ist auch ganz egal, denn das Spiel ist eigentlich gelaufen. Und ich denke mal, mit dem Ergebnis, dass man einmal gewonnen hat gegen Madrid und das andere verloren hat, also da können wir schon mit zufrieden sein. 3 Punkte in 2 Spielen gegen Madrid, das ist völlig in Ordnung. So, jetzt nur keine gelb-rote Karte mehr holen. Das wäre nämlich ärgerlich dann fürs nächste Spiel. Also normalerweise gibt Ronaldo selten ab. Schießt lieber selber rauf und das klappt meistens auch. Und dass er dennoch abgibt und dann ist es abseits, das ist natürlich dann doppelt ärgerlich. So, also viele gelbe Karten hier. Das ist jetzt schon die 7. gewesen. Ne, die 6. Entschuldigung. So, Neapel immer noch 0:0. Wenn das da unentschieden ausgeht, dann ist das schon so eine kleine Vorentscheidung. Abeloa, absichtliches Handspiel. Ja, und das Spiel ist vorbei. Und dann gucken wir gleich mal, wie es dann bei Braga ausgegangen ist, dass da nicht in der Schlussphase nochmal was passiert ist. So, statistisch gesehen, guck mal, aber eigentlich hätten wir das doch, naja, schade um die Ansagen. So, Schüsse 6:5, Chancen 9:7, ja, weil wir das erste Spiel auch nicht besser gewonnen haben, passt das schon. So, und ja, Neapel hat tatsächlich es nicht geschafft, den zweiten Sieg gegen Braga zu holen. Das ist natürlich sehr gut für uns. Jetzt haben wir 4 Punkte Vorsprung. 2 brauchen wir jetzt nur noch. Also, wenn wir jetzt unentschieden spielen gegen Neapel, dann reicht das schon für die nächste Runde. Oder wenn wir gegen Braga halt gewinnen. Das würde auch reichen. Oder wenn wir verlieren und auch Neapel gegen Madrid verliert, dann reicht es auch. Also, alles steht uns offen. Ein Gruppensieg wäre natürlich noch besser als ein zweiter, das ist klar. Aber gut, man will ja auch nicht, wir wollen ja auch nicht übertreiben. So, wer ist das hier? Ja, können wir mal scouten. Vielleicht ist das ja auch wieder einer, der ordentlich was zu tun hat. So, dann können wir nochmal eben ganz kurz hier so ein bisschen die Tage verstreichen lassen. Haben wir wieder Post bekommen? Ne, noch haben wir keinen Scouting-Bericht. Da ist er noch zu Gange. So, 30 Kilometer Trainingslauf. Ja, das müsste dann normalerweise auch reichen, dass man hier den Marathon durchhält irgendwie. Damit wir da mal anfangen können, so die Achievements, so alle Marathon mal zu laufen. So, und dann können wir hier nochmal ganz kurz Spielergespräche machen und uns vorbereiten dann für die nächste Folge. So, Choupo-Moting. 7 De Jong. Nein, also das sagen wir mit Sicherheit nicht. Der ist sowieso gerade von der Moral her ein bisschen angeschlagen, weil er nicht seinen Kapitänsposten bekommt, weil er dafür nicht gut genug ist.
Oh ja. Das kann man auch mal sagen. Was gibt das? Ein Moralpunkt. Na gut, dann bleiben wir einfach immer bei diesem gut, du hast gut trainiert. Oder sensationell. Das ist nämlich dann immer am besten. So, und ob wir dem Svensson nochmal nahelegen, endlich mal zurückzutreten? Ah. Der hat scheinbar Geldsorgen. Ja, das war eigentlich dann auch schon alles. Ja, dann würde ich sagen, Leute, das nächste Spiel ist dann in der nächsten Folge gegen Freiburg. 809 haben die als Stärke. Und da sollten wir gucken, dass wir weiter den Vorsprung vor Schalke ausbauen und vor Leverkusen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid hier beim Fußballmanager 14, Leute. Bis dann, macht's gut.